Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Was ich Ihnen heute mitgebracht habe, beziehungsweise was sich hinter dem sogenannten Lionfish, der Scott Statement, verbirgt und was diese Münze für Besonderheiten hat, das verrate ich Ihnen gleich nach dem Intro. Also bleiben Sie unbedingt dran, wenn Sie es interessiert. Ja, meine Damen und Herren, und dann haben wir die Münze schon in der Nahaufnahme. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich werde sie jetzt hier einfach mal ein bisschen bewegen, damit Sie den tollen Glanz sehen. Die Münze ist nicht mit, beziehungsweise die Münze ist mit Absicht etwas gewellt im Hintergrund. Das soll den Meeresfluss darstellen, beziehungsweise das Wasser. Hier unten sehen Sie entsprechend einige Korallen. Hier oben erkennt man den Schriftzug Lionfish und eine Troy Ounce. Wichtig, eine Troy Ounce sind 31,1 Gramm Feingewicht. Man hat hier außen eine 999er Feinsilberfeinheit. Warum ich das mit der Troy Ounce angesprochen habe, ist, weil es auch die sogenannten Haushaltsunzen gibt. Wenn man bei Google mal nach einer Unze sucht, dann entdeckt man oftmals ein Gewicht von 28,7 Gramm und wundert sich dann, warum die Münze 31,1 Gramm hat. Aber das sind verschiedenste Unzen. Also zum einen gibt es die Feinunzen, wenn man von Edelmetallen spricht. Es gibt aber auch die Unzen, die sogenannten Haushaltsunzen. Was sehen Sie hier? Sie sehen hier im Hintergrund den Löwen mit einer Krone. Das ist das Logo des Scott Statement, wie man hier sehen kann. Diese Münzen werden in sogenannten Kartonstreifen oder diesen Sheetstripes, wie die Amerikaner es nennen, versendet. Hier drin befindet sich dann diese Münzkapsel. Ich bewege sie mal ein bisschen, man kann es von außen erkennen. Die Münze hat einen geriffelten Rand. Wenn Sie 5 Münzen bestellen, haben Sie die Sicherheit, dass diese Münzen auf jeden Fall mit der aufgezeigten Vorderseite auf dem Karton geliefert werden, denn jede 5. Münze sozusagen ist umgedreht drauf, dann sieht man quasi die Rückseite des Motivs und der ein oder andere, der dann nur eine Münze bestellt und die auf der Originalverpackung lassen möchte, so wie Sie es hier sehen, der ärgert sich dann vielleicht, dass er nur die Rückseite hat. Also ich empfehle immer 5 Münzen im Streifen zu bestellen, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Zum Barbados Feuerfisch oder auch Lionfish genannt, also nicht übersetzt Löwenfisch, sondern Feuerfisch, ist es so, dass Barbados ist ja die bekannte Insel, die sich zwischen der Karibik, Jamaika und den USA befindet. Die zeigt diesen Lionfish, der sich eben dort in den Wässern aufhält. Die Münze hat eine Limitierung von, Achtung, anschnallen, nur 10.000 Stücken, was wirklich nicht viel ist, wenn man schaut, dass beispielsweise die australischen Münzen oftmals eine Auflage von 30.000 Münzen oder mehr haben. Also bei der Münze ist ein schneller Ausverkauf, besonders jetzt in dem Fall in Aussicht. Und das Schöne ist, dass diese Münzen natürlich dann auch, weil sie eben nur einmal mit diesem besonderen Motiv geprägt werden, in kurzer Zeit zu Raritäten werden, die ganz schwer am Markt wieder zu finden sein werden, weil die Menschen, die sowas kaufen, vorwiegend Anleger oder Sammler, diese Münzen natürlich ungern wieder hergeben, wenn sie so einen besonderen Hingucker haben. Ja, was soll man noch vielleicht zum Durchmesser sagen? Und zwar, der Durchmesser beträgt 38,6 mm. Der Nennwert der Münze ist 1 Dollar. Ich denke, das ist das, was an Informationen für Sie am wichtigsten ist. Wenn weitere Fragen sein sollten, können Sie einfach unter dem Video auf den Produktlink klicken und dort finden Sie dann weitere führende Informationen bei uns im Onlineshop. Sie können gerne auch jederzeit unsere Berater dazu konsultieren. Wir werden Ihnen selbstverständlich Rede und Antwort stehen. Vielen Dank, dass Sie es bis zum Ende angesehen haben, das Video. Ich freue mich sehr. Geben Sie uns doch einen Daumen hoch, wenn Ihnen die Münze gefällt. Und schreiben Sie mal hier unten in die Kommentarfelder, was Sie selbst von der Scott Statement bzw. von deren Münzen halten. Ich bin ein großer Fan, gerade wegen der Vielfalt, die Scott Statement anbietet. Da ist wirklich für jeden was dabei. Und dieser Lionfish ist wirklich eine Münze, wo ich sagen muss, die Nachfrage war viel höher, als wir es selbst vermutet hatten, weil es mal ein Motiv ist, dass es nicht so wie einen Elefanten oder einen Löwen an jeder Ecke gibt, sondern es ist was ganz Außergewöhnliches. Und gerade für die Meerestierliebhaber, aber denke ich, ein Must-Have. Deswegen, wenn Sie es interessiert, unter dem Video ist der Produktlink zu unserem Online-Shop. Dort können Sie die Münze bestellen. Wichtig ist auch, wenn Sie selbst sagen, ich komme nicht so gut mit dem Online-Thema klar, dann rufen Sie uns doch einfach unter der eingeblendeten Hotline an. Dort können Sie auch telefonisch bestellen. Unser gesamtes Beratungs- und Bestellteam bzw. mein Vater und auch ich gehen gerne jederzeit ans Telefon, um Ihnen zu helfen, um Sie zu beraten. Und abonnieren Sie auch den YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut. Tschüss.